Ja, Leute, ich bin ein bisschen in der Gegend herumgeirrt und ich habe hier oben gerade jemanden vom Orden gefunden. Allerdings für die Stärke 130. Ich habe keine Ahnung, ob ich den schaffen kann, aber da er gerade da ist, würde ich sagen, ich versuche es definitiv mal. Wir sind hier oben in Skrobeskier oder wie auch immer das heißt. Und ja, wie gesagt, wir versuchen es einfach mal. Ja, geh doch mal runter. Hallo. Mann, geh doch mal von deinem Scheiß. Boah, ey. Ist doch nicht normal. Nein, was macht die denn? Hallo? Sieht so blöd. Ey, es ist nicht wahr. Dass sie nicht ausweicht, okay, das kriegt sie ja sowieso nie hin. Ach, der ist tot. Nee. Boah. Warum? Warum? Alle sind verloren. Vor allem du, Schlappschwanz. Fürreda, Eastre und Cetere. Ich diente den wahren Göttern. Den alten Göttern. Von dir getötet zu werden, bringt mir Ehre. Im Tod liegt der Ruhm. Geil. Einfach nur geil. Ja, und ich bin immer noch ziemlich in der Nähe von da, wo ich eben gewesen bin. Und zwar bin ich jetzt zu meinem Ziel angekommen. Gut, ich habe mir das ein bisschen weiter daneben gemacht. Hier soll ein Bär sein, den man bekämpfen muss. Ich bin echt mal gespannt. Das ist ein legendäres Tier. Ich bin echt mal gespannt, was das für eins ist. Um an den Bären ranzukommen, ich dachte gerade schon, jetzt ist hier auch noch ein Wolfsrudel, muss ich allerdings an diesem Typen hier vorbei. Da hinten ist er. Also das sind drei, glaube ich, insgesamt gewesen. Och. Timbaru. Da ist auf jeden Fall auch noch einer. Aber wir wollen ja zum Bären. Nicht dein Ernst jetzt, oder?
So, Leute, ich glaube, ich habe herausgefunden, wo der Bär ist. Stimmt. Und ein wütender Säufer. Ja, habe ich. Komm schon. Nein! Och, Leute. Wow. Ja, bist super ausgewichen, Mädel. Echt. Komm schon. Dieser Bär muss wohl. Wow. Das war krass. Da machen wir natürlich kurz ein Erinnerungsfoto von. Wenn es hier die ganze Zeit so knackst, das ist mein Stuhl, wenn ich mal kurz nach vorne oder zurückgehe. Wow, das war jetzt richtig krass. Wir müssen auf jeden Fall bald nochmal zurückgehen zu unserer Siedlung und da unsere Sachen nochmal loswerden. Also jetzt haben wir doch schon einige legendäre Tiere hier erwischt. Übrigens, was ich festgestellt habe, deswegen kam ich überhaupt erst darauf, nach hier zu gehen. Wenn ihr auf der Karte seid und ihr habt den Bereich noch nicht entdeckt, wo ein legendäres Tier ist, dann wird euch das Ganze trotzdem in weiß angezeigt. Das habe ich auch nicht gewusst vorher. Das habe ich zufällig jetzt gesehen. Ich weiß nicht, ob hier unten zufälligerweise... Ja, da ist zum Beispiel so ein Dorf, aber genau auf diese Art und Weise wird das Ganze halt angezeigt. Ah, hier ist zum Beispiel so eine Schlange. Ich vermute mal, dass das auch ein legendäres Tier ist. Das wird dann so in weiß eingezeichnet, beziehungsweise so bräunlich-weiß. Und so könnt ihr euch dann auch daran orientieren, wo ihr hin müsst, obwohl ihr noch gar nicht genau wisst, wo die Tiere eigentlich sind, beziehungsweise es noch nicht freigeschaltet habt. Ja, und jetzt bin ich noch ein bisschen durch die Gegend gestreift und wollte eigentlich nur was freilegen. Beziehungsweise eigentlich war ich sogar auf dem Weg zu einem legendären Tier, und zwar dem hier unten. Also ich hoffe zumindest, dass das ein legendäres Tier ist. Und habe gerade zufällig gesehen, als ich hier was freigelegt habe und dann gesehen habe, dass da ein Rätsel ist, dass hier ebenfalls ein legendäres Tier ist. Ich vermute mal, dass das der weiße Stier ist, der da hinten steht. Jetzt habe ich natürlich... Meine Werte sind zwar voll, aber ich habe keine Pfeile mehr und nichts. Ich weiß nicht, was mit den anderen Bullen hier ist, ob ich die jetzt auch töten muss. Ja, ich würde sagen, ich speichere mal eben schnell ab und dann versuche ich es einfach. Ne, die kann ich noch nicht treffen, das heißt, gegen die muss ich definitiv dann auch kämpfen. Eieiei, das könnte schwierig werden. Diese Saat der Riesen... Und der denn jetzt her? Ist der jetzt auch noch mein Gegner oder was? Oje, oje, oje. Die sind ja alleine schon ziemlich heftig anscheinend.
Oh, oh, oh. 250, wollt ihr mich verarschen? Ja, weich bloß nicht aus. Kein Thema, lauf nicht. Bleib einfach stehen. Das könnte noch richtig mies werden. Vor allem, weil er mir dauernd am Hintern hängt hier. Kann er mal abhauen? Scheiße. Wo bin ich da jetzt nur reingeraten mit 250 Stärke? Ach du Scheiße. Der ist total fixiert auf mich. Was ist das für ein Mist? Jetzt gehen die auch noch zusammen. Ja, weich nicht aus, lauf nicht, kein Thema. Boah, Scheiße. Ich hoffe mal nicht, dass der sich jetzt irgendwie heilt oder so. Ich meine, das ist ja ein Stier. Ja, genau. Ausweichen zählt nicht mehr, oder was? Boah, lass mich in Ruhe. Ich muss deine Kumpels hier gerade mal angreifen. Nein, du sollst ausweichen. Oh, Scheiße. Was habe ich mir da nur angetan? Oh. Ja, ey. Wann weicht die denn mal aus, wenn man da drauf drückt? Einer ist schon mal weg. Schon mal gut. Ist irgendwie zu schwer, dann einfach mal zu rennen anscheinend. Ich weiß auch nicht. Mit den Kleinen scheint es ja so noch zu funktionieren. Vorausgesetzt, die würden jetzt nicht schon bocken, wenn ich noch gar nicht da bin. Okay. Das ist bisher noch nicht passiert. Oh, kann der mich mal in Ruhe lassen hier? Ja.
wird noch schlimm genug, gegen den Großen zu kämpfen. Warum bin ich da reingegangen? Ja, weil ich nicht wusste, dass das so heftig ist, aber... Wo ist denn der eine, den ich so down hab? Das ist der in der Mitte? Scheiße. Boah, der geht mir so dran hier, ne? Also der Große. Lauf doch mal, anstatt immer nur so blöd zu gehen. Du sollst nicht dahin ausweichen, wo die hinstürmen. Hallo? Wo geht die hin? Jetzt gehen ja auch noch alle hier in die Richtung, oder was? Dann weich doch mal aus, lauf doch einfach mal. Nein, die steht dumm rum. Sie soll dann ausweichen, wenn ich drücke und nicht erst eine halbe Stunde später. Nicht noch ein dritter irgendwo? Doch, da. Kann sagen, der läuft hier wie so ein Bekloppter. Nein, du sollst ausweichen. Das ist nicht die Taste zum Schlagen, Junge. Mädel. Lauf! Nicht stehen bleiben! Nein, ausweichen! Was ist da so schwer dran, wenn ich auf die Ausweichentaste drücke? Ich verstehe es nicht. So funktioniert es doch auch. Ich glaube, ich gar nicht mehr, kann das sein? Mann, lauf doch mal. Warum bleibst du immer stehen? Ob die am Haken ist irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, das war gut ausgewichen, aber du musst weitermachen.
Nicht einfach stehen bleiben. Das war schlecht ausgewichen, glaube ich, oder? Komm, geh weg! Geh weg! Mann, mach doch nicht immer diese scheiß Frequenz! Sequenz. Boah! Oh Gott. Jetzt bin ich echt. Jetzt bin ich echt am Arsch. Donnert der auch noch hier durch die Gegend, oder was? Nein, was macht die denn? Nein, oh Scheiße, das war die falsche Taste, das gebe ich zu. Oh, leck mich. Scheiße. Nein, wieso kann das daneben gehen? Das war jetzt extremst heftig. Sorry, Leute, da muss ich jetzt noch mal eben einen Screenshot von machen. Oh. Boah. Aber da sieht man, dass man auch Weltbosse, die eigentlich viel, viel, viel zu groß sind, weil das ist jetzt ein 250er gewesen, wo ich schon gedacht habe, das kann einfach nicht sein, dass man die mit viel Taktik auch kriegen kann. Aber es dauert halt tierisch lange. So, dann geben... Was hast du mir heute mitgebracht, Eivor? Glückliches Bellen vom Fuchs, oder was habe ich hier gerade gesehen? Dann geben wir mal eben das Tier schön, ab. Schön, sehr schön. Die Natur ist wundervoll. Perfekt. Und erhalten ein Tattoo für den Rücken. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Grüß Petra, wenn du sie triffst. Ja, und damit würde ich sagen, ist die heutige Folge auch erstmal beendet. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.